Jetzt haben wir die Kabelschlaufe auch gelegt. Kurze Erklärung. Also wir haben uns dazu entschlossen, jeweils 80 cm von den Außenwänden die LEDs in die Decke anschließend reinzumachen. Deswegen haben wir jetzt das Kabel gelegt. Einmal vom Hauptanschluss angeschlossen, weil da kommen wir ja nicht mehr hin. Also auch doppelt überprüfen, ob das auch alles richtig fest verschraubt ist. Und von da aus dann einmal die Runde gedreht mit 80 cm, circa 80 cm von den Außenwänden, so dass man anschließend das Kabel auch rausziehen kann. Das Kabel dann auch ein bisschen länger lassen, damit man durch die Löcher halt auch runterziehen kann, dass da genug Fleisch ist. Ja, was gibt es noch zu beachten? Auf jeden Fall, dass das Kabel nicht in den Profilen liegt, sondern obendrauf, weil wenn wir die Schrauben einsetzen, dass man natürlich auch kein Stromkabel trifft, wäre dann nicht so angenehm. Da steht die Deckenkonstruktion unter Strom und da gibt es eine ganz große Lampe. Gut, ja, wir fangen jetzt an mit dem Beplanken. Wir haben von der Wand angefangen, die 50 cm zu messen. Deswegen fangen wir von hier an. Jetzt kommt noch eine Erklärung. Die Platten haben eine Breite von 1,25 m. Das heißt, lang schrauben wir die Platte so an unsere Deckenkonstruktion quer zum Raster. Am besten ist, damit man, also man fängt auch nie mit der Platte am Rand an, weil der rechte Winkel ergibt sich nachher durch die Platten. Das heißt, wenn wir hier anfangen, werden wir nicht hinkommen, dass die Platte mit der Außenwand abschließt. Wir messen jetzt einfach mal die 1,25. 1,25 mal 2 Meter haben die Platten, die wir gekauft haben, oder die der Thomas gekauft hat. 1,25 Meter, 1,25 Meter, Rest sind ca. 68. Das heißt, die 68 teilen wir jetzt durch 2 auf, fangen also, egal, bei 34 cm. So, da setzen wir unsere erste Platte an. Von da bis da. Nicht an der Wand anfangen. Von da bis da. Das heißt, wenn jetzt hier nachher ein Keil entsteht, dann können wir den von der Platte, die montiert ist, ganz einfach bis zur Wand messen. Einfacher geht nicht. Dann ist auch alles dicht und wir können die Platte richtig gut anpassen. Also wir werden das jetzt gleich mal machen, werden dabei am besten bei der ersten Platte mal die Kamera laufen lassen. Wir bereiten jetzt noch ein bisschen vor und ihr seid gleich wieder mit dabei. Noch eins, ich habe jetzt hier auf die Platte die 50 cm immer angezeichnet. 50 Meter, 1,50 Meter. Gegenüberliegend genauso, weil wenn wir die Platte jetzt ranschrauben, müssen unsere Profile genau auf der Bemaßung der 50 cm sein. Wenn wir jetzt eine lange oder eine viel größere Decke hätten, dann würden wir die Profile einfach nur so setzen, wie sie gerade kämen. Und mit dem Strich an der Wand ist das dann zu wenig. Und so können wir immer genau sehen, ob unser Profil genau auf dem Punkt der 50 cm liegt. Also 50 cm müssen eingehalten werden, sonst rollt sich die Platte durch und dann sieht es natürlich unschön aus. Gut, die erste machen wir mal dran. Das kleine Kabel dazwischen liegt. Ja, das ist natürlich ziemlich krumm. Die Decke liegt, aber ist nicht schön. So. So, jetzt hier richtig rücken, dass es auf den 50 cm ist. Das heißt, wenn wir jetzt schon rücken, dass da ein Buckel in der Wand ist. Aber ist nicht schön. So. Ja,
Hängt, kannst du loslassen. So, zum Schrauben nehmen wir jetzt hier die 25 mm Feingewinde. Also auch, wie in meinen letzten Videos auch schon gesagt, mit dem großen Kopf, nicht mit dem kleinen. Keine Faserplattenschrauben verwenden, sondern Regipsschrauben. Dann auch da alles 10 bis 15 cm eine Schraube, damit das auch alles gut hält und nicht zu tief, weil die Pappe hält die Platte. Was passiert denn, wenn du jetzt tatsächlich, du hast jetzt keinen Trockenbauschrauber, so wie du jetzt, so Profi-Handwerksgerät, sondern ich sag mal den alltäglichen Akkuschrauber, Bohrmaschine, wie auch immer, und man kommt tatsächlich jetzt mal mit der Schraube durch die Pappe durch? Dann daneben eine neue setzen. Mhm. Also die Schraube, die Befestigung ist dann kaputt, dann hält die Platte nicht mehr. Mhm. Und ich habe auch schon gesagt, dass es für Akkuschrauber oder Bohrmaschinen spezielle Aufsätze gibt. Die kann man einfach auf die Bohrmaschine drauf machen und die hat dann auch so einen tiefen Anschlag wie diese Maschine jetzt hier. Und ich hatte dir erzählt, in meinem ersten Trockenbau-Selbstversuch nach deinem Tutorial nach, habe ich hier auch die Platte festgeschraubt, alles wunderbar, aber ich habe halt tatsächlich nur mit einem Akkuschrauber da hantiert, beziehungsweise mit einer Bohrmaschine und habe die Köpfe halt ein Stückchen rausgucken lassen, eben damit das nicht passiert, weil das ja in deinem vorherigen Video auch gesagt hat, bitte nicht die Pappe kaputt machen, weil es einfach immens wichtig ist. Habe dann die Schraube mit der Hand nachgedreht. Kann man sicherlich so machen, aber birgt ja auch seine Nachteile, ne? Ja, das Problem ist halt, dass man mit dem Schrauber auch gleichzeitig Druck auf die Platte ausübt. Wenn ich drücke, wird die Platte nochmal hochgedrückt und ist wirklich dicht mit dem Profil. Und wenn man das mit der Hand macht, kann es sein, dass man da unter der Platte, zwischen Platte und Profil noch ein bisschen Luft hat. Deswegen ist es schon besser, wenn man es maschinell macht, dass da ein gewisser Druck auf die Platte ausgeübt wird und die halt richtig Verbindung zum Profil hat. Das ist eigentlich das, was wichtig ist. Leider wird sagen, ja gut, das ist ja ganz schön mit dem Schrauben. Gibt es da eventuell, was weiß ich, druckluftgesteuerte Systeme, was weiß ich, wie so ein Nagelgerät, womit man so Platten fest packen kann? Oder? Nee, es gibt Magazinschrauber, ja. Wo halt die Schrauben nicht einzeln sind, sondern in Kunststoff in einer Reihe, halt ein Magazin. Und die Magazinschrauber sind erstens ziemlich teuer, die Magazine selber sind auch super teuer und das rentiert sich wirklich nur, wenn man Riesendecken macht, ab 100 Quadratmeter und größer, dann lohnt sich das, so einen Magazinschrauber zu haben, wenn man noch viel Zeit spart, aber jetzt hier für so eine kleine Decke ist es auf die herkömmliche Art eigentlich am besten, auf die alte. Man braucht auch keine Linie zu ziehen mit der Wasserwaage oder so. Wenn man da mal ein paar von gemacht hat, dann weiß man, wo die Schraube hin muss. Aber ihr könnt euch natürlich mit der Wasserwaage hier einen Strich ziehen, dass ihr genau seht, wo ihr schrauben müsst, damit ihr im Profil seid. Blind in das Profil reinschraubt, hat mir ja tatsächlich, ich sag mal, abgesehen von der Flucht, 3 cm nach rechts, 3 cm nach links, da ist ja tatsächlich noch ein bisschen Spiel. Anders ist es natürlich an der Stoßkante, aber da kann man sich ja, was weiß ich, einen Zentimeter nach innen orientieren und kommt immer noch satt ins Profil. Ja. Und ja. So, und jetzt kommt der Clou der Verlegung der Platten
andecken und auch anwenden. Wir fangen jetzt nicht oder wir gehen jetzt nicht weiter mit der Platte geradeaus, sondern wir stoßen jetzt direkt die nächste hier gegen, fangen aber beim zweiten Profil an. Das heißt, wir stoßen hier gegen, laufen mit der Platte praktisch bis hier. Hier neben. So. Seht ihr auch gleich. Weil es hat den Grund, wenn wir dann die nächste Platte ansetzen, haben wir direkt schon einen Anschlag für unsere Platte, die weiterführt, dass wir genau in Flucht kommen und alles dicht ist. Seht ihr auch gleich. Liegt. So, fangen jetzt eine daneben an. Das funktioniert noch. Ja. Und hier ganz dicht. Genau. Schrauber. Das mit den Strichen machen wir auch nur an der ersten Platte. Jetzt nicht mehr hier an der, weil auf die Entfernung kann sich da jetzt nichts mehr groß verschieben. Ich muss mich beeilen, damit er nicht so lange halten muss. Ach, das kann er auch. Gut, hängt. So, ihr seht jetzt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt drauf war. Ja. Ihr seht jetzt haben wir hier genau den rechten Winkel für die nächste Platte anzusetzen. Das heißt, es ist viel einfacher. Dann seht ihr, links haben wir diesen Abstand, um die Platte, die nächste, genau anzupassen. Wir können genau messen und auf der gegenüberliegenden haben wir das Gleiche. Da ist jetzt auch dieser Abstand. Das heißt, wir haben eine gerade Kante an der Wand nachher, keine Variokante, also diese runde. Das hier ist ja die Variokante. Man, auch wenn das ja sehr imposant ist, wenn der Dirk da seine Schrauben da reindeut, denke ich mir, ist doch nicht ganz so spannend, wie man dann manchmal meint. Aber ich glaube nachher, wenn es an Stoßkanten und Ansätzen nochmal geht, ich denke, da seid ihr nochmal live und in Farbe dabei. Genau. Jetzt haben wir hier so eine Anpassung zur Wand, Rollladenkasten mit Versprung. Ja, das ist Messerei, anders geht's nicht, aber wir setzen jetzt hier eine ganze Platte ein. Das heißt, ich habe jetzt einmal hier das Maß geholt bis zum Rollladenkasten. Dann an der Ecke Rollladenkasten, auch das Maß. Schreibt mir das immer direkt auf die Platte. Das heißt, jetzt nur auf dem Stück an diesem Rollladenkasten haben wir einen Versatz von 7 mm. Und das wollen wir natürlich dicht kriegen und dementsprechend auch, dass wir nicht spachteln müssen an den Seiten, sondern nur noch aufspritzen mit Acryl. Dann das Maß hier geholt, bis zur Wand, wo der Versprung ist, ist natürlich breiter, das ist ein 5 cm Unterschied. Und hier diese Kante von der Platte verlängert. Und von dem Punkt dann rüber gemessen bis hier, wo wir reinspringen. Also wie gesagt, da muss sich jeder selber Gedanken machen, wie er das am besten misst, dass es am besten passt. Bei der Situation war es jetzt so. Ja, und jetzt schneide ich die Platte. Wie man die schneidet, habe ich euch ja schon in meinen Armvideos gezeigt. Platte auf den Boden legen, anzeichnen, schneiden. Geht am einfachsten und ist am genauesten. Gut, dann bereite ich mal die Platte vor. So, wir sind jetzt soweit. Der Thomas schneidet jetzt die Lampenlöcher aus. Ja. Und dann kann man gleich mal in so ein Loch reingucken. Dann seht ihr auch, dass da das Kabel von der Schlaufe, die wir gelegt haben, drin ist. Gucken wir da oben rein und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber da ist es.
Da oben. Da ist es. Das wird dann jetzt gleich rausgezogen und dann hat man das in Schlaufe. Da ist auch das Kabel, liegt alles so, wie es sein soll. So, Löcher sind alle drin für die Lampen. Nochmal ganz kurz zum Spachteln. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt hier oben eine ausgebrochene Stelle. Da war ein Hubbel in der Wand. Beim Hochdrücken der Platte ist da ein Stück ausgebrochen. Da ist ja jetzt kein Band hinter, so wie ich eben gesagt habe. Wenn man das zuspachtelt, dann soll man ja keine Verbindung zur Wand haben. Das macht man dann aber so, es wird gespachtelt, man wartet, bis es einigermaßen angetrocknet ist und dann mit einem Cuttermesser wieder einschneiden, so dass wieder eine Fuge zur Wand entsteht. Das ist halt wichtig, damit keine Verbindung zur Wand ist. Und dann wird das auch nochmal ganz normal ausgespritzt mit Acryl. Gut, ich fange jetzt gleich mit dem Spachteln an und dann seht ihr, wie die Decke gespachtelt wird. Morgen. Wir haben den nächsten Tag. Wir haben die Decke drin, ist komplett zu. Wie es gemacht wird, habt ihr gesehen. Jetzt geht es noch um ein paar Einzelheiten. Ihr habt hier an den Stoßfugen sind die Platten meistens, also bevor wir spachteln, an den Stoßfugen sind die Platten meistens immer so ein bisschen angekräuselt vom Transport oder vom Werk her. Hier sind alles so Nippelchen dran, Pappnippelchen. Bevor gespachtelt wird, müssen die definitiv abgeschnitten werden. Weil jedes Mal, wenn ihr jetzt drüber spachtelt, habt ihr eine Überhöhung. Das flattert dann so. Und die Decke wird gespachtelt mit Band. Die wird nur gestrichen, nicht tapeziert. Das heißt, ihr müsst euch ein Cuttermesser nehmen und die Kante einmal vorsichtig nachschneiden. Also wirklich vorsichtig, ganz wenig nur. Einfach so mit dem Messer, dass die Nippelchen alle weg sind. Und das an allen Fugen. So. Es ist nur so ein bisschen Pappe, was ich hier abschneide. Dann habt ihr an manchen Stellen, wo ihr jetzt geschnitten habt, die gerade Kante und eine 45 Grad Kante. Die müsst ihr auch auf 45 Grad schneiden. Sagt man 45 Grad, aber halt schräg wegschneiden. Wo haben wir so eine Kante? Hier vorne. Also hier ist es dann schon was mehr, wo man schneiden muss. So, ich kann mal was mehr. Also so viel habe ich jetzt weggeschnitten. Und das ist jetzt so ein Keil. Und der muss raus. Sonst hat der Spachtel keine Verbindung mit der anderen Platte. Dann hält er nicht und so muss das gemacht werden. So schneiden wir das überall nach, dass es richtig sauber ist. Wenn ihr seht, durch das Anfangen in der Mitte der Decke oder an der Seite, konnten wir die Platten sehr gut anpassen, so dass hier wirklich nur minimal eine Fuge entstanden ist. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Entweder man klebt, bevor man das macht,
ein Band auf die Wand, das heißt Knut von Knauf zum Beispiel, ich mache ja keine Werbung. Das ist selbstklebend mit einem kleinen Klebestreifen oberhalb des Bandes. Das klebt man vorher einmal komplett rum und stößt dann mit der Platte dagegen, dass man eine Trennung zum Mauerwerk hat. Weil die Decke ist freihängend, die muss auch freihängend sein, weil sonst Spannungsrisse auftreten und dann reißen euch die Fugen. Das heißt, keine Verbindung zur Wand. Wenn das gespachtelt wird, dürft ihr diese Kante nicht zuspachteln, außer ihr habt dieses Knutband vorher gemacht. Dann ist halt an diesem Ölpapier ist das eine Trennung, dass die Decke rutschen kann. Wir brauchen das jetzt nicht zu machen, weil wir sauber gearbeitet haben. Das wird komplett anschließend vor dem Streichen einmal mit Acryl ausgespritzt und dann ist gut. Und wenn ihr sauber arbeitet, habt ihr halt gespart, die ganze Kante jetzt zu spachteln. Und ist natürlich ein Riesenaufwand, dann noch zu schleifen und brauchen wir nicht. Acryl und fertig. Wie die Decke gespachtelt wird, zeigen wir gleich auch noch. Ich habe zwar schon das Video gemacht mit Wandspachteln, aber Decke ist ein bisschen anders. Eigentlich das Gleiche, aber damit ihr das auch mal seht, wie es an der Decke aussieht, werden wir das gleich auch filmen. Dann nochmal zu den LEDs. Der Thomas hat gestern Abend noch vorbereitet, also wie gesagt, wir haben ja oben das Kabel drin, einmal rundherum, da wo die LEDs sitzen sollen. Der Thomas hat jetzt schon mit der Schlagschnur 80 von der Wand, so wollte er das haben, und auf der Seite auch. Mit der Schlagschnur den Strich gemacht, dann die Lampen eingeteilt, pro Seite 4 Stück. Die bohren wir jetzt gleich raus. Ganz normal mit einem Kreisschneider, müsst darauf achten, was der Hersteller vorgibt, was für ein Durchmesser, euch den dementsprechenden besorgen. Ja, dann werden die rausgebohrt, der Kreisschneider liegt hier schon und dann machen wir das. Alles klar. Guck mal, so einfach ist das.